Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Ark Survival Evolved. Ich stehe hier gerade neben der Ricke, die jetzt schon fast fertig gezähmt ist. Das wollte ich euch jetzt echt nicht antun, dass ihr jetzt hier die ganze Zeit dabei seid, sozusagen, wenn dieses Vieh jetzt hier gezähmt wird, weil es doch überraschend lange gedauert hat. Und ja, ich habe sie zweimal betäubt zwischendrin. Ihr seht es, die Narcotics, da habe ich ein paar verbraucht jetzt. Ein paar Mejo Berries hat sie auch schon weggefressen. Das gierige Stück. Und gleich haben wir sie. Dauert nicht mehr lange. Was ich auch noch in der Zwischenzeit gemacht habe, während ich hier gewartet habe. Ich habe natürlich nicht die ganze Zeit hier gestanden und gewartet. Ja, ich habe die Zeit sinnvoll genutzt. Ihr seht es, ich habe hier diese eine Butze abgerissen. Das war ja quasi so die Sitzecke. Das Holz möchte ich jetzt verwenden, um da eine ordentliche Brauerei draus zu machen. Und habe auch zwischendrin noch ein bisschen, bin mit dem Ketzer rumgeflogen und habe ein bisschen was gesammelt, ein paar Ressourcen. Oh, da hinten ist ein T-Rex. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht hier rüber gelaufen und frisst mir hier die Ricke weg. Das wäre ein bisschen schlecht. Hab Ressourcen gesammelt, hab Holz gesammelt, hab mir zum Beispiel auch diese Sichel gemacht. Und mit der Sichel kann man richtig gut Fibers farmen. Das kann ich euch vielleicht auch gleich nochmal zeigen. Weil ich habe ja hier keinen Affen im Schneebiom, ja. Und ich habe mir auch keinen Affen rübergeholt. Und da ist das hier ein bisschen schwierig, Fibers zu bekommen. Und ja, das können wir dann gleich nochmal uns angucken, wie das aussieht, wenn ich richtig hardcore Fibers farme. Jetzt würde ich aber sagen, bleiben wir erstmal noch dabei, dass wir den wundervollen Moment nicht verpassen, wenn Ricky, so wird ja die Ricke heißen, wenn Ricky gezähmt wird oder gezähmt ist. Wo ist jetzt der T-Rex hin? Ketzal, hilf mir mal ganz kurz. Aha, der steht da hinten rum. Es hat geklappt. Yay. Da kommt sie. So, das ist Rocky. Nee, Rocky. Rocky nicht, nee. Nicht Rocky. Aber Rocky ist auch ein schöner Name. Ich weiß auch schon, welches Tier ich so nennen werde, wenn es irgendwann mal reingepatcht wird. Das Tier ist noch nicht drin, dass ich Rocky nennen werde. Oh, ich muss mir das merken. Unbedingt. Das ist so eine geniale Idee. Aber noch nicht. Das werde ich noch nicht. Das werde ich noch nicht verraten. So, Ricky. Wie viel Level hast du jetzt eigentlich? Du bist jetzt bestimmt voll die Oberricke. 242 Milli-Damage, nicht schlecht. 120 Movement Speed, 1800 Leben, voll der Killer. Nicht schlecht. Stamina 644, ist auch nicht von schlechten Eltern. Okay, dann komm mal mit. Du Gerät. Geh mal dich mal ab an den Rudolf, würde ich sagen. Schön sieht sie auch aus, ne? So dunkelbraun. Hat was. Na, komm mal her hier. Dein Partner ist hier, der Rudolf. Wie niedlich. So, machen wir dich mal... Moment, ich nehme dir nochmal die Narcotics gleich noch weg. Machen wir dich mal auf neutral. Nehmen dir die Narcotics weg. Nicht festhängen. Sie klindert noch kein Level ab wieder. Schauen wir mal. So, die Narcotics, die packen wir mal hier in den Schrank. So, jetzt zeige ich euch mal, wie die Sichel funktioniert. Kann ich da sicher sicheln, während der T-Rex da rumsteht? Kann ich hier sicher sicheln? T-Rex, hast mich gesehen. Shit. Aber du kommst da nicht weg, oder? Armer T-Rex. Armer kleiner T-Rex. Warte mal, das ist gar nicht so gut, wenn du hier rumstehst. Kann ich dich eigentlich mit dem Ketzal greifen? Nee, geht nicht. Schade. Bist zu groß. Bist zu dick und zu schwer. Muss dich mal wegmachen, T-Rex, leider. Weil ich muss nämlich gleich hier mit Mammut durch und muss hier Holz holen noch. Wenn das Holz alle ist, was ich schon gesammelt habe. Deshalb bist du mir hier leider so ein bisschen im Weg. Deshalb muss ich dich leider platt machen. Das tut mir jetzt echt leid, dass ich das tun muss. Aber leider muss ich das tun. Sag goodbye zu der kleinen Mongolei. Tschüss. Okay, da ist er platt. Kleiner Auffressen. Nom nom nom. Und jetzt zeige ich euch kurz, wie die Sichel funktioniert. Die Sichel ist richtig, richtig cool. So. Flup, 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 flup. Seht ihr das? Wie die Fibers da oben durchrasseln? Ist nicht schlecht. Flupp, die dupp. Flupp, die dupp, die dupp,
Der muss doch irgendwann einen Tennisarm kriegen von der Bewegung, ey. Wenn er das auf Dauer macht, kriegt er irgendwann einen Tennisarm. So, nur mal zur Demonstration. Ja, das habe ich natürlich, während die Ricke gezähmt wurde, schon ewig gemacht, ja, also zigmal hintereinander. Und habe richtig viel Fibers. Ich habe das ganze Zeug, was ich erfarmt habe, habe ich hier in den Schrank gepackt. Könnt ihr mal sehen, ja, habe ich ein bisschen was reingelegt schon. Ja, dann würde ich sagen, wir brauchen natürlich für den Anfang erstmal Foundations. Da machen wir uns doch gleich mal ein paar Foundations. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Da sind sie. Machen wir mal zwei und dann machen wir gleich, legen wir gleich noch welche nach. Drei und noch eine. Genau. Und dann passt das, glaube ich. Jetzt bin ich natürlich noch überladen, aber je mehr von den Dingern gecraftet werden, desto mehr Holz verliere ich. Das heißt, desto schneller kann ich mich wieder bewegen. So, ich hoffe, der Giganotto rastet nicht aus, während ich das baue. Der Giga-Otto. Ich baue mal die Brauerei genau hier hin, wo das Rohr rauskommt aus der Wand. Müssen wir nur gucken, dass wir die Höhe halbwegs halten, weil hier geht es ja so steil bergauf. Wo, ich kann die Brauerei eigentlich auch so quer bauen. Dann könnte ich die Rohre so nach vorne abzweigen lassen. Das ist auch eine coole Idee eigentlich. Dann bauen wir die mal so. Ziehen wir mal die Foundations rein. Machen wir das doch mal. Genau so. Also. So. Dann daneben eins. Und hier werde ich wahrscheinlich keine Foundation mehr hinkriegen, oder? Doch! Genau abgezirkelt. Ist das nice oder ist das nice? Nice im Eis. Und geht dahinter noch eine? Huch. Nee, ich glaube nicht. Hier geht noch eine hin. Da geht auch keine mehr ran, okay. Ich meine, das Brauhaus kann natürlich auch ein bisschen größer sein. Das muss, glaube ich, sogar auch ein bisschen größer sein. Hier geht keine mehr ran. Da wird auch keine Deckenplatte hingehen, hier an die Seite. Das heißt, diese Foundation kann ich leider nicht verwenden für irgendwas. Ist ein bisschen schade. Da jetzt gerne noch was rangebaut. Egal, dann machen wir das ganz kurz und schmerzhaft. So, brauchen wir nicht. Jetzt brauchen wir Deckenteile, da habe ich sogar noch eins. Das ich nie benutzt habe, das lag nämlich hier drin. Können wir auch gleich hier das Zeug nehmen und das. Und machen gleich noch, nee, nicht Sloped Roof. Machen wir mal gleich vier von diesen Platten. Da haben wir fünf Wooden Ceilings. Und dann kann ich den Boden noch ein bisschen nach hinten erweitern mit diesen Ceilings. Vielleicht komme ich ja sogar aus ohne Stelzen. Also ohne Stützpfeiler. Mal schauen. Mal schauen, mal schauen. So, die neun. Da-dam, da-dam. Und, huch, warum komme ich mal auf die Sichel? Ich komme mal auf die Null. So. Und vielleicht auch noch nach links weiter ausbauen. Das wäre auch gar nicht so verkehrt. Obwohl. Lieber eher nochmal nach hinten ein Stück weiter ausbauen. Oder? Eigentlich ist das so freistehend auch ganz cool. Aber ich befürchte, wir werden da nicht genug Platz haben. Ja, wir machen mal nach hinten noch eine Reihe raus. Wie viel brauche ich da jetzt? Drei Stück. Drei Stück von den Bodendingern, also beziehungsweise von den Ceilings. Oh, wie schnell das Holz dann weg ist, ne? Hä, wieso habe ich noch eine Foundation hier im Inventar? Wo kommt die denn her? Habe ich so viele Foundations gecraftet? Sieht ganz so aus. Eins, zwei, drei. Gut. Jetzt kann ich mich wieder nicht bewegen. Und wahrscheinlich brauche ich da hinten für die Foundations dann auch schon einen Stützpfeiler. Es wäre jetzt natürlich ärgerlich, wenn... Nein! Ach so, requires Foundation Support. Ja, okay, das kann er haben.
Foundation Support kann er haben. Moment, dann machen wir das mal so. Ich reiß mal diese Foundation ab, dann habe ich wieder Material. Ne, alles gut, alles gut. Stelzen brauchen wir. Stelzen, Stelzen, Stelzen. Wo sind nochmal die Stelzen? Ich habe schon wieder vorbeigescrollt, ne? Wo sind sie denn? Ich bin wieder blind. Wo sind die Holzstelzen? Hä? Ah, da. Ja, machen wir mal 3 Stück. Genau. So. Ziehen wir die mal schon runter. Und wo platzieren wir die denn? Eigentlich ja direkt hier, genau. Ah, toll, da hätte ich gar nicht so viele gebraucht. Kann ich noch eine drunter setzen? Nee. Ach egal, da haben wir Reservestelzen. Falls wir irgendwann mal wieder Stelzen brauchen. So. Und so. Schön. Und die Leitung, die geht direkt durch den Boden. Das heißt, die fällt überhaupt nicht auf. Ich mag das nämlich immer ganz gerne, wenn so Leitungssysteme immer so ein bisschen versteckt sind. Wenn die nicht so offensichtlich sind, ja. Das gefällt mir immer ganz gut. Wenn man die nicht sofort sehen kann. So, jetzt bin ich mal gespannt. Kann ich da jetzt eigentlich eine Wand hinsetzen? Hm, brauch wieder Material. Moment. Kurz zurücklaufen. Schauen wir mal. Kann ich da noch eine Wand hinsetzen? Überhaupt allgemein werde ich jetzt sowieso viele Wände brauchen. Kann ich die eigentlich schon mal machen? 5 Stück, ja, auf jeden Fall. Können wir ruhig welche machen. Noch Thatches nachlegen, falls die nicht reichen. Sehr gut. Und wenn ich jetzt hier so viel baue, kriege ich auch wieder ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. Und level dadurch auch wieder ein bisschen schneller. Weil ihr seht, ich bin ja kurz vorm Level. Ich bin ja kurz vor Level 79. Ah, guckt mal, wie gut das funktioniert. Oh, da an der Ecke geht es ein bisschen durch die Mauer durch. Das ist natürlich ein bisschen schade. Das war so nicht geplant. Aber egal. Damit müssen wir jetzt leben. Ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte gedacht, das passt genau. War gut, mein Gott. Wird schon schief gehen. Wie gesagt, ich überlege ja sowieso, ob ich die ganzen Holzsachen irgendwann mal umwandle in Eisen. Ich meine, dass die Aktion würde mir auf jeden Fall richtig viele Erfahrungspunkte bescheren. Das kann ich schon mal sagen. Da drüben ist ein gelber Loot Drop. Da könnte man ja mal reingucken. Mit dem Kätz. Huch, mit dem Kätzchen. Komm mal her, Kätzchen. Wir müssen mal einen kleinen Ausflug machen. Zum gelben Loot Drop. Ganz schnell machen wir das. Oh, da ist ein T-Rex. Warum? 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 Ah, ich habe eine Idee. Ich weiß, wie ich den T-Rex loswerde. Hallo T-Rex. Greif mich mal an, komm. Ja, komm mit, genau. So, genau. Braver T-Rex. Veralbert. So. Kommt da nicht so schnell wieder raus. Oh, Leitungen. Guckt mal, der T-Rex kommt da nämlich nicht aus dem Wasser raus. Der wird jetzt ertrinken. Weil das war das, was ich schon mal erklärt habe. Oh, da unten ist eine Unterwasserhöhle. Guckt mal. Das ist das, was ich schon mal erklärt habe. Die kommen nicht die Eisschollen hoch, die großen Tiere. Die backen unter die Eisschollen, wenn sie schwimmen gehen. Und kommen dann da nicht mehr raus. Deshalb hatte ich auch beim Rückweg mit meinem Giganotosaurus so Angst, dass der ins Wasser fällt und dann unter so eine Eisscholle backt. Wenn die da nämlich sind, kommen die da nie wieder raus. So. Dann bauen wir mal weiter. Ich habe noch irgendwo, habe ich noch Holz gelagert gehabt, das ich noch benutzen kann. Ich glaube, hier drin. Hä, wie dieses T-Rex-Maul da durch die Wand kommt. Ah ne, da ist gar kein Holz mehr. Siehste mal, da habe ich mich mal wieder geirrt. Das ist aber schade. Ja, jetzt ist natürlich wieder der Holzverbrauch extrem. Und ich würde sagen, da muss ich etwas gegen tun. Da muss ich mit Mammut mal wieder eine kleine Tour unternehmen.
Jetzt nochmal den Ketzal hier ab. Komm mal mit, Mammut. Musst mal ein bisschen was farmen. Na, irgendwas Gefährliches da draußen? Ey, wie ich weggeschoben werde. So. Immer schön die Türen hinter sich zumachen. Man weiß ja nie, wer noch so rumläuft hier. Genau, hier sind die Bäume. So. Oh, was ist das da hinten? Ein Wolf! Oh, scheiße. Schnell in die andere Richtung. Weil das Mammut, so hochlevelig es auch ist, wenn das jetzt eine Wolfshorde ist, wenn da noch ein Wolf irgendwo rumläuft, wird es, glaube ich, schon kritisch mit dem Kämpfen und so. Dann muss man echt aufpassen, dass... Lol, wie die Katze da festhängt im Baum. Welchen Level hast denn du, Katze? Ich könnte dich ja mal... Ich versuche dich mal zu töten. So. Ach, die Katze greift mich gar nicht an. Guckt mal. Wo ist das? Ein T-Rex. Na, will mich die Katze angreifen? Ist das ein T-Rex? Ja, das ist ein T-Rex. Die Katze kommt nicht zu mir, Leute. Das ist auch gut. Sie findet den Weg nicht. Sollten die Viecher nicht eigentlich schlauer sein seit dem letzten Update? Wieso findet dann die Katze den Weg nicht, frage ich mich. Und wieso läuft der T-Rex weg, obwohl da ein Hirsch ist, den er wegessen könnte? Oh, da ist der Wolf. Wölfe sind echt gefährlich, auch für meinen Mammut. Da kann schon ein Wolf ausreichen, um dem Mammut den Garaus zu machen. Besonders seitdem die gezähmten Viecher halt schwächer sind als die wilden. Seit dem letzten Update da. Oh, da sind mehrere Wölfe. Oh, ich muss mich echt so... Oh, das ist ja echt gefährlich hier. Und das Mammut ist langsam. Scheiße! Oh nein, und der T-Rex kommt wieder! Oh nein, nicht zum Ende der Folge jetzt noch sterben. Das wäre ganz schlecht. Schnell weg, lauf Mammut! Beweg die saftigen Schenkel! Beweg die Hüften! Oh Gott, scheiße! Nein, er hat mich gesehen! Hahaha! Veralbert! Scheiße! Oh, jetzt muss ich aufpassen. Oh, jetzt wird's gefährlich. Ist der T-Rex? Der T-Rex ist selber beschäftigt, Gott sei Dank. Muss ich den Wolf totschubsen? Wolf, ich schubs dich tot! Du wirst keine Chance gegen mich haben. Du hast gegen das dicke Mammut keine Chance. Gib auf. Gib auf. Gib auf. Gib auf. Du bist schon blutig, du Sack. Ich krieg dich. Ha! So, jetzt schnell nach Hause. Beweg dich, Mammut. Schnell. Es wird dunkel. Und die bösen Viecher kommen. Sie sind uns auf den Fersen. Schnell. Lauf doch. Lauf doch! Los! Ist was hinter uns? Nö. Ist der T-Rex tot? Nee, der steht da wieder. Der steht da wieder rum. Der steht wieder rum wie bestellt und nicht abgeholt. So, Tor zu. Boah, das Mammut ist so langsam. Aber ich werde dem Mammut jetzt kein Gewicht mehr skillen. Ich werde bei dem Mammut jetzt nur noch Melee-Damage skillen, dass es wenigstens vielleicht über 300% kommt. Das ist, naja gut, das ist nicht mehr realistisch. Ich werde wahrscheinlich noch so 280% Melee-Damage vielleicht schaffen. Aber das wäre schon nicht schlecht. Weil ihr habt ja gesehen, wie lange das auch bei dem Wolf jetzt wieder gedauert hat, den Wolf zu kriegen, ey. Das ist unglaublich. So, ich würde sagen, aber an der Stelle ist jetzt die Folge zu Ende. Und mit dem Bauen hier mache ich weiter in der nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge, Ark Survival Evolved. Bis dann, ciao, ciao.